Hallo und grüß euch zurück zu SimCity Societies. So, Kantine wollte ich schauen, weil ich befürchte, da geht einfach keiner hin. Weil es den Leuten nicht wirklich gefällt. Museum der Partygeschichte. Aktuell Kapazität durch einen verrückten Wissenschaftler erhöht. Ja, wir sind überhaupt nicht sehr gut ausgelastet. Die Frage ist, liegt das daran, weil es einfach keiner mehr vielleicht dorthin schafft aufgrund von Staus? Die Möglichkeit besteht mittlerweile auch. Dann haben wir natürlich da so toll zugebaut, dass ich keine U-Bahn mehr Platz habe. Ich glaube, das sollte man jetzt mal angehen. So. Wie erwischt man hier möglichst viel? Da hat nichts mehr Platz. Da müssen wir eventuell umbauen. Ah, da hat noch was Platz. Das ist gut. Können wir hier an die Ecke was bauen. Und wo sind unsere meisten Einrichtungen? Da und da. Und hierher fahren wir auch noch. Dann schauen wir mal, ob die Leute ein bisschen schneller zu den Freizeiteinrichtungen kommen. Ich hoffe mal. So, es ist wieder Mittwoch, diesmal wirklich 117. Das ist schon viel. Ja, sie schaffen es einfach nicht rechtzeitig. Ja, jetzt müssen wir eventuell ein bisschen umbauen, dass das mit den U-Bahnen klappt. Dann dauert es allein schon eine halbe Ewigkeit, bis sie in der Arbeit sind. Ja, einige werden auch krank sein. Da wollte ich ja auch noch was dagegen machen. So. Das ist viel. Das ist eine Riesenmenge, die hier es am Abend offensichtlich nicht schaffen, irgendwelche Einrichtungen zu besuchen. Da müssen wir was dagegen tun. Dann einfach ein bisschen umbauen, ein bisschen näher bauen. Also ein bisschen da in die Richtung versetzen. Weil Kapazitäten erhöhen bringt da jetzt gar nichts mehr. Die Leute schaffen es einfach nicht rechtzeitig. Man fragt sich natürlich immer, wie schaut es am Wochenende aus. Aber sonst da am Abend gehen sehr wenige hin. Da ist einer erfreut. Wie denn das? Weil er mit der U-Bahn fahren darf. Vermutlich. Man am Wochenende das Ganze ausgleichen, auch möglich. Und wie gesagt, noch eine Alternative ist natürlich, sich jetzt die Upgrades für die Häuser auch zu leisten, die ganzen normalen Reihenhäuser mit Upgrades zu versehen. Also mit Konditionierungs-Upgrades. Ja, selbst am Wochenende ist da nicht ganz ausgelastet. Das heißt, eigentlich braucht man meiner Meinung nach nichts mehr dazu bauen. Da geht es eher um die Frage, wie kommen die Leute da hin? Weniger schaffen es alle. Also, haben sie alle Platz? Ja. Kommen sie rechtzeitig hin? Ja.
Eventuell nicht. Wäre natürlich super, wenn wir es am Wochenende zumindest wieder runterbekommen. So, wie schaut's denn aus? Wann kommt das Update? 13. Ja, eben. Das ist okay, sage ich mal. 8 Blaumacher. Das ist schon wieder ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Ja, müssen wir es innen näher hinbauen. Das ist einmal auf jeden Fall eine Möglichkeit. Heißt, sowas wie hier, das Konditionierungszentrum. Das hätte mal schön da ein bisschen näher Platz. Einfach alles ein bisschen Richtung Innenstadt versetzen. Weil am Wochenende sollten sie es halbwegs schaffen, dorthin zu kommen. Na gut, wenn jetzt 15 es nicht geschafft haben, hätte man das eigentlich lassen können. Das Geld hätte man gehabt. Spekulationsblase, okay. Das kennen wir auch. Da geht jetzt die Kohle rauf und runter. Heißt, da werden wir jetzt unglaublich viel Geld verdienen. Moment, teilweise kann man Spekulationsblasen, glaube ich, aber abfedern. Mit den entsprechenden Upgrades. Ah, da hätten wir noch... die Politik habe ich vergessen. Was können wir denn noch machen? Patriotismus. Ah, steigert alle Konditionierungen. Super. Planwirtschaft, das habe ich gesucht. Investitionsblasen sind weniger kostspielig. So. 4 Blaumacher, 35 Traurige. Na, nicht der beste Wochenstart, aber gut. Ja, und jetzt seht ihr, wie da das Geld raufsausen wird. Also normalerweise saust es noch weiter, noch schneller rauf. Und dann irgendwann plumpst es wieder runter und man hat im Prinzip alles wieder verloren. Mal schauen, wie es uns jetzt geht. Aber das ist eh schon gefüllt. Ja, wir müssen die Sache einfach näher hinbauen. So, Geld geht immer noch rauf, rauf, rauf. Okay. Sonst irgendwelche Politiken, die interessant sind. Die fortgeschrittene Polizeiausbildung. Haben einen größeren Wirkungsradius. Ja, die Frage ist eher, ist irgendwas anderes interessant für uns? Aufseherprogramm. Bildung. Göttliches Recht. Nö. Nicht Lichtkonditionierung. Natürlich nicht uninteressant. Und Stiftung. Ja. Brauchen wir alles nicht unbedingt. So, bin ich gespannt, wie weit es uns runterhaut. Oh, das schaut jetzt aber gerade gut aus. Da wird doch nicht etwa die Politik dran schuld sein. So, Spekulationsblase ist vorbei und ja, ist doch gut was übrig geblieben. 57. Es ist wirklich Mittwoch, das heißt, es ist besser geworden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt hätte ich Lust, doch noch einen Drohnen-Nexus zu bauen. Und die Frage ist, sollen wir die jetzt beeinflussen negativ? Ich würde sagen, eher nein. Den bauen wir da schön abseits. Spendieren dem Teil auch natürlich einen U-Bahn-Anschluss. So, Trauergärten habe ich ein paar versprochen noch zu bauen. Und
Zäune brauchen wir in dem Fall auch wieder. Ah, das war nix. So. Ich sehe nichts. Na. Und gleich noch ein bisschen nachlegen, würde ich sagen. Und zwar 8 Stück Überschuss, weil ich baue jetzt Folgendes. Noch ein staatliches... Falsch. Staatliches Wohnprojekt. Und ich glaube, die bekommen auch noch eine U-Bahn verpasst. So. Gut. Ist da irgendwo eine U-Bahn-Haltestelle? Da hinten ist eine. Ich würde sagen, die macht da mehr Sinn. Mein Mensch, schaut's eh ziemlich gut aus. Ja. Alles nicht so schlecht. Da kommen wir echt schön runter über die Nacht. Fast auf Null. Also im Vergleich zur Gesamtzahl fast auf Null. Das haben wir natürlich 16 Glückliche. Fast schon wieder zu gut. So, wir haben genug Arbeiter. So, da werden wir das auch aktivieren. Industrielle Produktion. Ja, da verdienen wir wirklich gut mit dem Teil. Ist die Frage, wer arbeitet hier? Im Moment noch niemand. 5 anwesende Arbeiter, wo sind denn die alle? Ja, haben wir eine weite Anfahrt. Ich hoffe, die schaffen es alle überhaupt rechtzeitig in die Arbeit. Ja, nicht wirklich. Na, immerhin. 45 waren anwesend. Davon auch einige zufrieden, so wie es ausschaut. Ja. Also Geld scheint jetzt mal kein Problem mehr zu sein. Das Thema haben wir überwunden. Was sehr gut ist. Weil da können wir uns wirklich überlegen, ob wir die Häuser jetzt auch noch alle der Reihe nach konditionieren. Wird auf jeden Fall dazu beitragen, unser Ziel zu erreichen. So, was macht denn der Justizpalast? Ja, der wäre ähnlich wie die Drohnenfabrik. Gut, gut, gut. So, was brauchen wir jetzt? Das, die Verhaltenswissenschaften, oder? Genau. Die sind dafür da, um das Zuhause zu konditionieren. Lassen wir da mal vorher selber Platz, falls wir da eine U-Bahn machen wollen. Ja, glaube ich nicht. Da ist eh da oben eine. So. Nicht verfügbar. Warum nicht verfügbar? Ah, weil es nicht in Betrieb ist, okay. So. Bauen wir da frisch fertig. So. Sehr gut. Dann in dem Fall noch das eine oder andere Reihenhaus, falls irgendwo noch ein netter Platz übrig ist. Nicht so wirklich. Super, jetzt am Wochenende, jetzt haben wir Wochenende, das ist der erste Blaumacher da. Ja, da oben könnte man noch. So. Das Gedankenministerium. Das müssen wir natürlich auch anschauen. Was bringt das? Ah ja, genau. 100 Einheiten Autorität dürfen hier mangeln. Das produziert natürlich eine unglaubliche Menge. Man in Schwarz. Ja, sollte man es auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten.
Okay. Ja, heißt, im Moment schaut es sehr gut aus. Die Einrichtungen, da müssen wir noch ein bisschen was hinterher schmeißen. Einfach irgendwie in die Nähe noch was bauen. Na, jetzt ist es natürlich zugekleistert mit Museen der Partygeschichte. So, da ist der Fernsehsender im Weg, den werden wir verlegen. Ein kleines Stückchen. So. Okay, die Drohnenfabrik profitiert jetzt natürlich von fast nichts. Machen wir zumindest das hin. Ich glaube, das lohnt. Da, Fernsehsender. So. Gibt es eigentlich noch andere Gebäude? Gar nie geschaut. Die das erhöhen? Glaub nicht. Nö. Okay. Autoritätsmangel. Und Aufstände. Wollen wir alles nicht. Vermutlich, weil irgendwo gerade protestiert wird. So. Also wir sind ein bisschen gestiegen. Ja, das ist gleich ums Eck. Da schaffen es relativ viele hin. Ja, von dem her lohnt das schon, das in die Nähe bauen. Können wir da noch welche herbauen? Können wir die alle so ein bisschen nach und nach verlegen? Ja. Ah, schaut gut aus. Schaut weniger gut aus, aber okay. So, drei Blaumacher. Ja, jetzt ist die Frage, sollen wir es jetzt einfach radikal durchquetschen? Eventuell könnten wir es hinbringen. Wir müssten jetzt einfach nur noch drei von den Dingern hier bauen. Vier. Drei gehen sich nicht ganz aus und dann hätten wir theoretisch alles geschafft. Das mit weniger ist traurig, ein weniger wie traurig ist kein Problem. Das haben wir oft Wochenends oder mal unter in der Nacht. Also eigentlich könnten wir es jetzt theoretisch abschließen. Also wir können es zumindest probieren. Wir haben dann einen sauberen Stand. Ich werde aber vorsichtshalber speichern. Ganz ehrlich gesagt, keine Lust drauf, dass ich es mir versau an der Stelle. Also schneide ich da ganz kurz und speichere mal und dann probieren wir das. So. Dann probieren wir es. Geld hätten wir ja. Und wir brauchen noch die 28... an Autorität. Und da spendieren wir uns ein Gedankenministerium zu dem Zweck. Und dann schauen wir mal, was passiert. Da haben wir natürlich super, super, super viele. Ah, die Dosierungsanlage. Da war auch irgendwas Spezielles. Erinnere mich nicht mehr dran. Okay. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, gebe ich zu. Jetzt haben wir natürlich super viele Glückliche, weil die alle arbeitslos sind. Aber das wird noch passen. Wobei eigentlich ein oder weniger arbeitet, deren Laune besser als zufrieden ist. Eigentlich wäre es nicht erfüllt, oder?
Naja, wie auch immer. Dann sorgen wir für Arbeit, wenn das so ist. Schauen wir, ob wir es hinkriegen. Wärmer im Bereich. Es fehlt nur noch an den Einwohnern, die aber nach und nach einziehen. Oh, Leben am Atomkraftwerk. So, Dürre. Stört gerade nicht. Ich möchte nur auf die 12.000 Einwohner kommen. So, die Blaumacher sollten wir jetzt auch loswerden. Also ganz sicher bin ich mir noch nicht, was das da angeht, weil eigentlich... Vielleicht ist das nur falsch angegeben. Das kann natürlich sein. Ich glaube, das ist falsch angegeben, weil... Sinn macht es ja, dass man in beide Richtungen Toleranz hat. Heißt, man muss sie entweder traurig, zufrieden oder glücklich haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt... Das hier ist nicht zufrieden, sondern das müsste eigentlich heißen erfreut. Bin ich mir ziemlich sicher. Sonst hätten wir auch schon, glaube ich, das eine oder andere Mal jetzt die Misserfolgsbedingung gehabt. Ja. Ich glaube, das ist falsch formuliert. So. 12.000 Einwohner. Viel wird nicht mehr fehlen. Dann hätten wir es geschafft. Jetzt wäre gerade Sonntag. Das wäre eigentlich ideal. So, kommt's. Na? Jetzt haben wir wieder drei Blaumacher. Hoffentlich nicht mehr lange. Für den Fall, dass sie das nicht alles schaffen. Museum der Partner. Oh, na, das ist zu nah dran. Ah, die werden wir wohl loswerden, oder? Drei Blaumacher. Weil jetzt hätten wir die 12.000. So, zwei, na, kommt's. Einer. Super. Geschafft. Ja, und noch schöne Folge voll bekommen. Toll, 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 toll. Ja, gespeichert habe ich jetzt eh gerade erst. Von dem her können wir prinzipiell ins Hauptmenü gehen, oder? Ah, ich speichere noch schnell. Ja, in 98 Tagen abgeschlossen. Keine Ahnung, ob das schnell ist oder nicht, aber ich bin froh, dass wir es vorbei haben. Und ja, jetzt gibt es wieder eine längere Pause bei SimCity Societies. Die Frage ist, was kommt da als nächstes? Ich glaube, Zukunftsforschung war mehrfach gefragt. Das ist knallhart und anspruchsvoll, also auch nicht gerade einfach. Und da darf man nicht pleite gehen. Das ist die Misserfolgsbedingung. Gut, dann glaube ich, machen wir das als nächstes, aber wie gesagt, nicht vergessen. Pause. Ich wünsche alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vierdenk und baba.